Ja. Jetzt. Hallöchen, Leute. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Nicht lustig. So. Doch, das war sehr Parade lustig. Beendet. Das ist doch ziemlich lustig, ja. Hast du deine Ölpumpe? Nein, ich musste mich von hinten anstellen. Maria, da willst du mit auf die Feuerinsel? Die hast du leider noch nicht gesehen, oder? Oh ja. Nur wenn ich nicht sterbe. Ohne Garantie. Aber mit Fun-Faktor. Ah. Nimm einfach irgendeinen Agi, der nicht so böse, also nicht so wertvoll ist oder so. Also nicht mein. Vielleicht nicht. Da stand auch einer rum, der hatte noch nicht mal einen Namen. Kannst sonst Nice nehmen. Der ist doch Vater darf, von allem, oder? Oder darf mitkommen. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Also nicht alleinige. Genau, darf mitkommen, ist glaube ich auch noch deiner, ne? Nein, glaube ich nicht. Aber ist egal. Gab es nicht irgendwo einen Doch, das ist von Hedda. Aber. Hast du nicht also noch überall, irgendeinen anderen? Wo Argentavis draufsteht. Wo Argentavis draufsteht, ist auch Argentavis drin. Ja, nee, aber die sind dann unbedeutend, oder? Habt ihr das gehört? Ja. Hier ist irgendwo eine Schlange. Irgendwas Was? Hat gerade dieses. gemacht. Wie hat's gemacht? Sieht die Schlange da in Ark halt, dieses. Warte mal, es kam nicht so genau an. Nochmal? Wie? Ich sag jetzt überhaupt nichts mehr, ohne meinen Anwalt. Margareta, du musst erzählen jetzt. Ah, so, siehst du? Elis, geht doch. Anwalt. Nimm doch darf mitkommen oder Agentavis oder. Komm mal dann. Was essen wir nicht schlecht? Hat denn darf mitkommen Agentavis oder so? Haben die einen Sattel? Achso, der eine schon. Ideal. Aber der hat die schönen türkischen Flügel. Wer? Da, wo ich jetzt drauf sitze. Ach, der. So, noch einmal ein Futtertrog, einmal eins essen. Das ist das Gleiche. Einmal ein Wasser, wollte ich sagen. Dann noch ein Honig mitgenommen, für die Heilung. Ah, verdammt, ein Honig. Ja. Maria, dann nimm dir ein bisschen Honig hier raus. 10 Stück reichen meistens. Mit Shift und Klick kriegst du direkt 5 raus. Shift. Ich glaube, mit diesem Bewässerungssystem, wir reduzieren auf ein Honig-Wasserspender, ne? Mal abwarten, dem, jetzt, wie Exeter das so alles hinkriegt. Weil wir hatten jetzt gerade bloß noch 30 Pflanzen drin, ne? Und habe jetzt wieder erhöht auf 98. Irgendwie war mir das bei den anderen anders, dass hier, weiß ich nicht, wenn du 30, 40 drin hattest, hast du fast einen Monat gereicht, aber jedes waren bloß ein paar Tage. Hedda, wo bleibst du? Ich bin auf der Bootmauer. Ich bin fertig. Ich warte. Ach, das sag das doch. Hab ich doch. Warten hier alles auf dich. Dass du irgendwie fertig bist, war schon vorher klar, aber dass wir nicht auf dich warten müssen, das ist erstaunlich. Ja, Hedda. ja, genau das meine ich. es lernt dazu. Das war Zufall. Oh, Hedda. Ja. Nicht gemobbt fühlen. Nein. Okay, da hat was von Exit. Da unten sind Dinos. Wir werden hier nicht zwischenlanden. Wir werden erst da unten, ganz, ganz da unten zwischenlanden. Okay? Hey, was machst du denn da? Bisschen Fleisch mitnehmen.
kann es nicht lassen, der Kerl, ne? Und dann schreit er wieder, weil er sich mit Dino angelegt hat. Hilfe, Hilfe! Ja. Siehst du? Da unten wolltest du zwischenlanden? Gut. Oh, da schreit wieder so, weil ein Skorpion da rumirrt. Einer ist gut, wenn ich da gerade rumrenne und der mich betäubt und ich nicht weiterkomme und mein Vogel da sich vergnügt irgendwo mit so einem Blümchen unterhält. Junge, du hast so geschrien. Ich habe gedacht, die Welt geht unter. Ja, guck mal hier, ein Honig. Ja. Ich lande mal hier. Und dann Maria, da kann dann auch mal diesen schönen Vulkan aus der Ferne angucken. Da gehen wir übrigens direkt hin. Vulkan, Marietta, Vulkan, siehst du jetzt, kennt ihr euch sogar. Ja. Ja, also bloß, dass ich halt nichts sehe. Ne? Siehst du die Insel gar nicht? Doch, schon. Aber was da jetzt ein Vulkan sein soll und was... Der höchste Hügel. Der raucht da der. Aus. Das siehst du echt nicht? Du brauchst echt... Ich sehe. Wann kommt dein neuer PC? Ich weiß es nicht. Hat er dir schon Bescheid gegeben? Ah ne, warten wir Montag ab, haben wir gesagt, ne? Dann kriegt er Bescheid, die Teile. Ja. Auf geht's. Also bei mir raucht er auch noch nicht, aber jetzt sehe ich die Spitze aufpoppen und jetzt raucht er bei mir. Echt? Bei mir raucht er schon die ganze Zeit. Naja, du hast ja auch eine Rennmaschine, das ist ja... Weil ich krieg eine größere Rennmaschine. Ja, die hat bald eine bessere. Und jetzt bin ich neidisch. Ja, Ede, dann kauf dir noch neue und ich kauf dir deinen ab für einen 100er. Was? Nein, für einen 100er gleich nicht. Du kriegst meinen und ich krieg deinen für 250. Boah, sag mal, sind das für Schacherpreise hier? Naja, das ist gebraucht. So. Das war schon mehr als das Doppelte, als der andere geboten hat, also. Also Marietta, sei vorsichtig, wenn du hier irgendwo rumflatterst. Hier so relativ alles böse. Und irgendwo relativ. Auf dem Boden... waren so sternförmige Blumen. Das könnte Seide sein. Müsst mal austesten. Ja, so, und ich gehe hier bei den... Sehen werde. Lass uns mal aufteilen, würde ich sagen. Ich gucke hier bei den Ölfeldern gleich nochmal nach den Ölsteinen, die ich mal gesehen hatte. Boah, das blubbert hier. Das muss hier Öl geben. Oder... ja, wenn sie es halt nicht so richtig gut sieht, dann flatter einfach einem hinterher. Oder guck dir einfach die Insel an, weil die ist echt schön. Da ist ich auch nicht viel sehen, weil ich sehe es immer noch nicht rauchen. Nur so by the way. Ich glaube, das können wir alles dann nochmal wiederholen, wenn sie ihren neuen Rechner hat, ne? Mhm. Oh ja. So. Ölpumpe steht. Die erste. Da noch mehr Ölsteine, ich hab's doch gesehen, gerade mal. Ich frage mich, wo ich diese Blumen gesehen habe. Aha, gefunden. Auf jeden Fall ist mir zu warm. Direkt mal ein paar Sachen ausziehen. Ich komm vorbei. Finch mich jetzt eh nicht. Das ist richtig. Ja, ich bin mit deiner Arbeit nämlich fertig. Da hinten ist ein. Wie heißt das mit den Kneifzangen, die aus dem Boden rausgucken? Ja, genau das, was ich letztens auch hatte. Basilisk, ja. Genau. Ein Magmasau. Sind die Nester da? Habe ich nicht gesehen. Ich guck mal in dieser Spalte nach, ob die Spalte inzwischen offen ist. Also die Magmaspalte. Hier sind Nester, aber keine Eier. Schade. Schade. Dann kommen wir ja gar nicht an die unterirdische Höhle ran, die unter der Lava ist. Noch nicht. Ich denke mal, er macht sie wieder irgendwann rein. Wenn man einmal Ölfelder aufgestellt hat, ne, dann sieht man einen Ölstein nach dem anderen. Hier ist noch einer. Tja, jetzt haben wir ja Öl im Überfluss, ne? Da drüben noch gucken, ob wir da drüben vielleicht was haben. Komm, lass ein Ei da sein. Ah, es ist nicht legefreundlich. Vielleicht muss man dem ein bisschen Musik vorspielen oder so. Vielleicht muss man den ja Socken anziehen.
Was vielleicht da hinten? Mal gucken. Boah, erstmal ausziehen hier. Ja, jetzt gehe ich doch nochmal gucken, ob da vielleicht noch was drin liegt. Bin einfach zu neugierig. Es sind aber keine wirklichen Nester. Schade, schade, schade. Woher willst du eigentlich wissen, ob die Spalte geöffnet ist oder nicht? Das sieht man, ob sie offen ist. Ah, okay. Das ist dort, wo Exi wieder gespawnt ist, nachdem er sich da bei dem... Bei dem Drachen? Bei dem Drachen da wegteleportiert hat. Was ist das hier? Da geht ein Weg nach oben. Das ist ja geil. Marietta, wie geht's dir so? Oh, ganz gut. Hier ist eine Höhle. Hier sind die lilanen Steine. Lilane Steine? Ja. Und? Ausgang. Toll. Voll die Verarsche, oder was? Ja. Oh, ich habe mich gerade so gefreut. Ich weiß jetzt auch nicht, wo diese... Vielleicht habe ich mich auch geirrt, aber ich glaube es nicht. Wir waren zuerst an der Wiffernschlucht da hinten, ne? Ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendwo sternförmige Blumen gefunden habe. Ja, kloppt ihr zwei euch mal da vorne. Dann lasst ihr mich schon in Ruhe. So, wo war jetzt die Schlucht? Da. Also kommt man von der Oberfläche fast bis nach unten in die Schlucht mitlaufen. Durch diese Höhle. Echt? Mhm. Aber sonst ist da nichts, oder wie? In der Schlucht, nein. Es hat so schön angefangen mit den lilanen Steinen, wo ich dachte, ja, yes, jetzt. Aber dann... Wo ist denn eigentlich nochmal die Statue ungefähr? Bei der Schlucht, bei dieser Lava-Wibbern-Schlucht Richtung Berg, also Richtung Vulkan. Ja, man kann direkt von unten also nach oben laufen und von oben nach unten reinlaufen, ja. Ich glaube, irgendwo bei dieser... Ich bin gleich wieder irgendwie in die falsche Richtung geflogen. Machst du mir nach? Ich will es jetzt mal gerade nicht ausschließen. Aber ich sterbe nicht. Okay, mach's mir nicht nach. Und solange Marietta nicht schreit? Nein, nein, alles gut. Hat Marietta schon diese Schlucht gesehen, diese Basaltschlucht mit diesem Lavafluss drin? Sie war ja noch nie hier, also. Also ich dachte, die fliegt mit dir mit oder fliegt sie allein? Nee, ich weiß nicht, wo sie ist. Sie war auf einmal dann weg, weil ich abgebogen bin und dann habe ich gesagt, sie soll sich ein bisschen die Insel angucken. Verbummelt hast du, okay. Ja, volle Kanne. Tut mir leid. Nee, die Stelle dort, wo Exi wieder gespawnt ist, ist nämlich genau die, wo sonst dieser Durchgang ist. Die ist zu. Und das sind keine Blumen, gell? Da unten nicht, ne. Das sind Knochen. Ja, Knochen, Mann. Aber da waren irgendwo auch Blumen, da wo wir baden waren und so. Hier ist Lava. Achso, wo wir baden waren, ja. Das war ja dort, wo ich die Ölpumpen aufgestellt habe. Jetzt weiß ich nicht, wo diese scheiß Ölpumpen sind. Dort, wo wir auf die Insel raufgekommen sind, wo diese Ölseen sind. Ich flieg wieder aus der Wildwandschlucht raus. Ja, Wildwandschlucht, ja. Also da bin ich jetzt auf der in der Wiffernschlucht. Ich war auch gerade dort. Nee, die die Pumpen, die sind in der Richtung zu unserer Höhle Hütte hin. Oh, ein roter Lutrop. Ja, der ist auch noch ziemlich weit oben, hat aber einen Kranz. Fliegst du auch hin. Hallo. Hedda, hat dich gefunden. Juhu.
Ach so, der Drop ist ja noch nicht da. Soll ich dir mal das Höhlchen zeigen? Ja. Schade, die Eule segelt mehr nach unten. Hm? Ja, von unten nach oben. Da hast du sie ja gefunden. Achso, ich dachte, du wolltest mir die Ölpumpen zeigen. Achso, die Ölpumpen, die sind da noch viel weiter weg. Die sind dort, wo wir angekommen sind auf der Insel, weißt du? Boah, wenn ich es wüsste, würde ich nicht fragen. Mäh. Weiß ich doch nicht mehr. Du hast sie verflattert. Oder schon zu weit. Ja, warte, ich brauche Ausdauer. Ah, guck mal hier. Achso. Ah, hier ist ein Weg. Ja, ich sehe es. Genau, und da geht's dann hoch, geschlängelt, bis nach oben. Okay, und jetzt zeig mir die Ölpumpen. Wenn ich auch mal weiß, Den Drop mit Kringel wollen wir nicht abwarten. Ja doch. Gut, dann müssen wir erstmal wieder zurück. Das ist genau entgegengesetzt. Da komme ich doch gerade her. Das ist der Drop jetzt. Und danach gehen wir zur Ölpumpe, wo ich sagte, genau entgegengesetzt. Ja, genau entgegengesetzt, da komme ich gerade her. Ach so. Ne, dann flatter ich jetzt hier weiter bis zur Statue, weil ich will doch die Ja, gut. Gucken wir bis zur Statue. Ja. Ich flatter mal hier lang. Vielleicht ist hier auf dem Boden irgendwo was. Die Ölpumpen sind ungefähr bei 78. Okay, also knapp. Gott. Ja, ich sehe knapp schon. Bei 80 da hinten. I see. Sisi. Er ist unten. So. Sieht man noch nichts Gefährlichem aus, was hier so rumkreucht und fleucht. Ich pass auf. Gib mir einen Taucheranzug. Nein. Eine Gel-Rüstung. Kann es sein, dass wir erst die Sachen kriegen, wenn wir auch die Dinge. Also ich habe ein fortschrittliches Sturmgewehr. Blueprint. Kannst auf jeden Fall auch vorher die Sachen kriegen. Okay. Wo sind diese blöden Quellen, wo wir am... Die Ölquellen? Wo wir baden 78, waren. 78. Da, wo wir baden Wo Exi uns gezeigt hat, ne? Da waren wir auch baden. Genau. Okay. 78, 78 circa. Aber der Boden sieht so aus, als wenn hier nichts wachsen würde, ne? Ja, aber ich glaube, da war irgendwas. Ich habe weiße Sternblumen gesehen. Zieh ihr Fahrt durch das Feuerland. Ich glaube, der Pfeil ist ja sowieso versetzt, ne? Können sein. Boah, Maggie. Weil ich bin jetzt hier vielleicht da vorne. Da vorne sieht gut aus. Wo bist du? Ich glaube, ich komme gerade Richtung Quellen. Nur mal planschen waren. Das ist Vulkan, die Quellen und dann Richtung unserer Insel. Das ist so eine Linie. Das sind auch so Geysire, ne? Ja. Und hier das macht sich Spaß, darüber zu setzen. Hier mal gucken. Ah, ich habe eine Ölpumpe gefunden. Und da sind die Quellen. Da ist der Knochen. Ach ja, da, alles gut. Oh, Marietta? Ja, scheiße, mein Mikro reagiert und wenn ich ganz leise ja sage. Alles gut, ja, okay, danke. Ach Mann, ich hab mich echt verguckt. Es war dunkel, echt? Als man damals da In war. In was denn? Ja, auch. Weil hier wächst nichts außer hinten da hinten, hinter dem... Lalalala, Schwefel?
Da gibt's. Landen, 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 landen. Hinter dem Schwef. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe noch ein klein bisschen. Ich bin 100% dafür, dass der mal fast wohl mit uns spielt. Eine Runde. Ja. Nur eine. Ja. Ehrlich gesagt, mich war schwer dafür. Hedda, wir wünschen uns was zu Weihnachten. Ja. Oh ja. So eine Runde Phasmo mitspielt. Hallo? Seid ihr noch da? Hallo? Hallo Mikro, 1, 2. Ich höre mich nicht mehr. Ich muss mal kurz wieder neu reconnecten. Ja. Ja. Schon klar. Jetzt? Hörst du uns immer noch nicht? Hedda? Ach, hier, da. Seid ihr da? Ja. Ich dachte, ihr seid weg gewesen. Ja. Nee. Wir sagen das Serena auch noch, damit Hallo? Sie das sagt. Hedda? Hallo? Hedda? Hedda, das Mikrofon ist echt kaputt. Ah. Nein, glaube ich nicht. Doch. Er macht nur blöd. Ja, aber er hört uns doch nicht mal mehr. Hallo? Und... Ah, hallo Exi. Jetzt höre ich dich. Natürlich, er macht einfach nur blöd. Aber ich höre Hedda nicht. Was, du hörst Hedda nicht? Nee, ich höre Hedda nicht. Ich höre Hedda. Echt? Hedda? Ja. Ich höre Hedda. Hat er gerade was gesagt? Auch ihr zwei. Ihr nervt. Ele, wir hatten eins. Wir waren. Wer ist das denn da unten? Bist du gerade von diesem Schwefel losgeflogen? Ja. Dann sehe ich dich. Scheiße, kein Seil. Wie ist denn es? Wir sind damals über die Insel da drüben geflogen. Hast du die da gesehen? Natürlich auch sein. Auszuschließen wäre es nicht. Flatter immer mal rüber. Marietta, kommst du nach Hause? Von alleine oder? Ich hoff's mal. Ich versuch's jetzt einfach mal. Wenn nicht, du weißt ja, Karte aufmachen und. Oh, das Home hast du ja nicht markiert, ne? Ja, aber sie sieht doch auf der Karte auch nicht so viel. Ach, verdammt. Ich flieg mal zur Hütte. Bitte? Aber über Windows 95 bist du schon hinaus, ne? 7 habe ich. Aber 95 war gefühlt besser. Ja, schau mal. Nee, hier sind einfach nur weiße Blumen. Das sind keine. Kann man die pflücken? Nee, kann man nicht pflücken. Nee, kann man nicht pflücken. Schade. Oh, was ist denn das jetzt schon wieder? Das nervt. Och, ein Klauviech. Was hat der? Das, was auf 0 gelegt hast. Ich weiß es nicht, was auf 0 lag. Wo ist das Vieh hin? Bist du klar? Ja, ich glaube, dann waren es die weißen Blüten hier. Haben wir irgendwie auf Fjordur eine Wüstenlandschaft? Also ich war noch nicht da hinten, wo es die Fragezeichen gibt, die letzten zwei ganz da hinten oben rechts. Gibt es da eine Wüstenlandschaft? Frage geht mal raus an Exi. Was, wo? Gibt es noch eine Wüstenlandschaft ganz oben rechts? Ich habe tatsächlich keine gesehen bisher. Könnte jetzt auch nur Redwood sein, ne? Also oben rechts ist auf jeden Fall Redwood. Ich weiß nicht, ob dahinter irgendwo noch Wüste ist. Wenn ich auf die Karte gucke, könnte das sein, dass da ein kleiner Wüstenbereich ist, wo es einfach nicht aufgedeckt. Okay. In diesem Sinne sagen wir euch jetzt einfach mal Tschüss und ich komme dann wieder, wenn ich was gefunden habe oder auch nicht. Bis dann. Ciao. Bis dann. Adieu.